Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und einem echt unheimlichen Horrorspiel. Find yourself. Finde dich selbst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Horrorspiel hier haben wir übrigens einem Zuschauer zu verdanken, dem lieben David. Oder David, kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du mit der deutschen oder englischen Variante angesprochen wirst. Jedenfalls vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich versuche auch alle eure Spielewünsche, sofern sie denn zum Kanal passen, in mein, ja, Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Die Liste ist lang, verzeiht mir da also, wenn eure Wünsche dann immer etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich alle Spiele berücksichtigen werde, wenn, wie gesagt, sie zum Kanalkonzept passen. So. Find yourself. Wir leiden unter einer posttraumatischen Störung, ausgelöst durch einen Vorfall oder vielleicht sogar mehrere Vorfälle, die wir als Kind erlebt haben. Unsere Mutter hat uns als Kind häufig ziemlich wehgetan und wir haben deswegen einige Angststörungen, einige Phobien entwickelt und diesen Phobien müssen wir uns jetzt erneut stellen, nämlich in einer alten, dunklen U-Bahn-Station. Wieso genau ausgerechnet da, das finden wir dann wahrscheinlich gemeinsam raus. Euch wünsche ich jetzt aber ganz, ganz viele Gruselmomente. Macht euch einen wunderschönen, entspannten Abend. Viel Spaß bei Find Yourself. Emika Games präsentiert. So, wir können uns erstmal noch nicht bewegen. Nee, ich bewege die Maus, aber passiert nichts. Doch, jetzt können wir uns bewegen. Und wir können die Taste F... Oh! Das geht ja schon mal richtig gut los hier. So, wir können die Taste F drücken, um unsere Taschenlampe einzuschalten. Und hier vorne noch linke Shift-Taste umzurennen und die linke Control-Taste C, T, R, L oder beziehungsweise S, T, R, G umzukriechen. Wir drücken einmal kurz die F-Taste, um die Taschenlampe einzuschalten, würde ich sagen. Und zack, ja, die Taschenlampe funktioniert. Und ein... Oh! Leute, ich sitze hier im Dunkeln. Wirklich, ich bin komplett alleine hier. Ich spiele das Ding hier nachts. Oh, und diese Geräusche hier. Die Geräuschkulisse passt auf jeden Fall schon mal wie die Faust aufs Auge. Gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Und man muss dazu auch sagen, das Spiel hier ist von keinem unbekannten Entwickler. Wir haben hier den Entwickler Emika Games. Und der hat schon so einige richtig tolle, gruselige Spiele produziert. Was gab's denn da alles hier? Ich habe mir mal so eine kleine Notiz gemacht. So einen kleinen Spicker für uns. 24. April, das Ding hatte eine richtig gute Grafik. I'm Counting to Six, das war ja, glaube ich, das neueste Spiel, was rausgekommen ist. Und From Day to Day, das Ding fand ich ganz, ganz interessant. Gab's allerdings, oder gibt's, glaube ich, immer noch nur als Demo-Version. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, das Ding gibt's wirklich nur als Demo-Version. Da habe ich wirklich ganz, ganz lange gewartet, dass die Vollversion mal rauskommt. Aber der Entwickler hat gesagt, nee, gibt's nicht, denn das hat auch seinen Grund. Und ich kann den Entwickler da auch wirklich verstehen. Die Demo, oder nee, wie war denn das? Er hatte irgend so ein anderes Spiel veröffentlicht, das hatte irgendwie nur 20 Minuten oder eine Stunde gedauert oder so, keine Ahnung. Und alle Leute, oder ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Kunden, die das Spiel gekauft haben, fanden es sogar gut, haben es aber dann, so, wir drücken einmal F, ja, haben wir ja gemacht, ne, Taschenlampe ist eingeschaltet. Die hatten das Spiel wieder zurückgegeben, um die Kohle dann wieder zu bekommen, obwohl es den Leuten gefallen hatte. Ne? Und da hat der Entwickler dann natürlich die Notbremse gezogen und hat gesagt, nee, er lässt die Entwicklung jetzt erstmal, weil er keinen Bock hat, natürlich Spiele zu veröffentlichen, mit denen er dann logischerweise kein Geld verdient. Ne? Also kann man nur verstehen. Aber genug gequasselt, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Wo sind wir eigentlich? Wir sind in einer U-Bahn-Station, so wie es aussieht. Ne? Genau, Exit. Uptown, AC, Warren Street, E, wahrscheinlich irgendwo in den USA oder so, Emergency Exit, Notausgang. Leute, diese Geräusche hier, das macht mich ja jetzt schon wahnsinnig. So, Taschenlampe haben wir auf jeden Fall parat. Mal gucken, wie lange das Ding jetzt hier gehen soll. Ich glaube, ja, 60 Minuten oder so. Genau, linke Shift-Taste ist Rennen, das funktioniert. Und linke STRG-Taste ist Kriechen, das funktioniert auch. So, haben wir gerade gemacht, genau, hier vorne liegt irgend so ein Teddy. Wir können ja ganz kurz mal nehmen. Drücken einmal linke Maustaste und wir können uns das Ding mal angucken. Und weitere gruselige Geräusche. Wir legen das Ding wieder zurück. Und wir sehen schon, ne, deutsche Sprache. Oh!
Oh nee, ey, was soll das denn werden? Wie wollen wir denn bitte diese Stunde hier überleben? So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier irgendwie weiter. Was steht hier? We all are... Was? Slaves? Slaves? Loser. Wir sind alle irgendwelche Sklavenverlierer oder so, ne? Loser. Ja, keine Ahnung. Money, money. Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Apropos sehr, sehr schön. Die Grafik gefällt mir jetzt auch schon mal richtig gut. So, was müssen wir machen? Wir gucken uns hier mal um. Hier kommen wir nicht weiter. Eine unsichtbare Wand. Was müssen wir jetzt tun? Hier vorne steht noch was. Linke Maustaste benutzen. Bußgeld fürs Falschparken. Wir nehmen uns einfach mal kurz den Zettel. Wie gesagt, ist deutsche Sprachausgabe. Ich weiß nicht genau, ob wir hier auch eine deutsche Stimmausgabe haben oder jetzt nur der Text. So, wir drücken einmal linke Maustaste. Um 5.30 Uhr ist der Termin mit dem Psychotherapeuten. Wow. Leute, ich habe das Spiel hier nicht gerade leise gedreht. Ne? Es ist hier richtig laut. Und ich habe jetzt schon Gänsehaut. Was soll das Ding werden hier? So, aufheben. Also 5.30 Uhr Nachmittag, 17.30 Uhr haben wir einen Termin mit den Psychotherapeuten. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt unser Zettel ist. Wir nehmen das Ding jetzt einfach mal. Haben wir mitgenommen? So, und wie gesagt, ne, unsere Mutter hat, mittlere Maustaste fokussieren oder E-fokussieren. Da vorne, Leute, ihr seht's. Wir drücken mal. Wow! Natürlich, ein Telefon. Da vorne, ihr seht's. Nee, wir beenden das Spiel, das reicht mir jetzt schon mal. Ich will raus hier. Lass mich raus! Ich will einfach nur noch diese U-Bahn-Station verlassen. Telefon, ja, wir gehen ran. Wer mag da wohl dran sein? Hallo? So, ich kann nicht E drücken oder so. Wir können hier nichts machen. Es ist aus. Leute, das Telefon ist aus. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Aber ich glaube, wir müssen uns umdrehen. Wir müssen uns umdrehen! Oh mein Gott! Es lädt. Was passiert jetzt? Ein Zug. Das klingt gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Ein Unfall. Und wir sind in der U-Bahn. Wir sind jetzt in der U-Bahn, Leute. Und ein Kinderwagen davon. Also, gruseliger kann das Ding ja gar nicht starten. Erster Akt. Die Monster unter uns. Wir haben hier also Kapitel. Mal gucken, ob es irgendwie automatisch speichert. Hinter uns sind irgendwelche Geräusche. Boah, dieser Kinderwagen. Wie gesagt, Emika Games macht richtig gute Spiele. Auf diesen Entwickler ist Verlass, Leute. Auf diesen Entwickler ist Verlass. Da vorne ebenfalls eine Frau mit Kinderwagen. Vielleicht ist es nicht ihr Kind. Wir schalten die Taschen dabei ein. Leute, ich weiß jetzt gar nicht genau, was wir tun sollen. Sollen wir erst da vorne hin? Wir gehen mal erstmal auf die andere Seite, würde ich sagen, oder? Bevor wir hier die Türe öffnen. Unsere Mutter hat uns als Kind irgendwie wehgetan. Und wir haben jetzt posttraumatische Störungen. So, hier kommen wir nicht weiter. Oh! Niemand kann ein weinendes Baby beruhigen. Dieses Spiel ist ja einfach mal jetzt schon abnormal. Und wo kommt denn das? Kommt das hier aus dem Wagen raus? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal zurück. Also ich bin jetzt schon mal beeindruckt. Ich freue mich richtig, mit euch zusammen dieses Horrorspiel zu erleben, Leute. Das Ding soll heftig werden. Wir öffnen die Türe. So, die Türe können wir nicht öffnen. Wir sollen ja irgendwie fokussieren, um voranzukommen. Das soll ja wohl irgendwie, ja, Hauptziel des Spiels sein. So, wir können die Türe hier nicht öffnen. Do not lean on doors. Ja, machen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur die Türe öffnen, aber funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir aber auch das, den Kinderwagen da vorne irgendwie fokussieren. Hier vorne stand ein Kinderwagen. Den habe ich mir nicht eingebildet, Leute. Er stand dort. Er stand wirklich dort. Oder man kann mich auch einweisen. Ich habe keine Ahnung. Hier stand ein Kinderwagen. Wo ist der Kinderwagen hin?
Ich habe Angst. Ich habe richtig Schiss. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt hier raus? Die Türe funktioniert nicht. Man hört nur irgendwelche Geräusche hinter. Leute, wenn ihr sehen würdet, wie ich hier sitze, völlig angespannt. Nee, wir können nichts machen. Wir können die Türe nicht öffnen. Wir gehen nochmal zurück. Wir müssen irgendwas anderes triggern. Notruf. Wir brauchen den Notruf. Oh! Irgendwas knarrt hier. Ey, ich kann jetzt schon nicht mehr. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Der Anfang ist ja mal mega gut. Aber wie schon gesagt, ich bin tatsächlich nichts anderes gewöhnt von Amica Games. Und ich find's richtig schade, dass er diese Vollversion von der einen Demo-Version nicht mehr veröffentlicht. Also wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe ja immer noch. Denn das Ding war richtig gut. Ich glaube, haben wir auch hier auf dem Kanal gespielt sogar. Müsst ihr mal gucken. So, wir kommen hier nicht raus, Leute. Was sollen wir denn tun? Ich versuche mal ran zu zoomen, aber passiert nichts. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hört man hier immer wieder andere Geräusche. Was sollen wir denn jetzt machen? So, hier kommen wir nicht raus. Man hört hier die ganze Zeit irgendein Kind schreien. Können wir vielleicht nochmal diesen Notruf benutzen? Nee, passiert nichts. Aber hier irgendwas machen. Wir sind hier irgendwie gefangen in dieser U-Bahn. Mal gucken, was steht denn hier? Delays. Expect Delays. Wir sollen Verspätungen, ja, erwarten, denn hier Notfall, ne? Ein Notfallstopp. Northwood. Hier sind wir also gerade. Und ja, ne? Sieht wirklich so aus, als wären wir hier irgendwo in den USA unterwegs. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Hier haben wir... Ah, guck mal hier. Ich fühle mich nicht sicher. Auch nicht in meinem Zimmer. Das ist dann jetzt wahrscheinlich unser Kinderzimmer. Wir sind aber mittlerweile erwachsen. Wir sind erwachsen und haben das jetzt hier wahrscheinlich irgendwie als Erinnerung oder so. Unser Kinderzimmer, wo wir die schrecklichen Qualen erlebt haben von unserer Mutter. Unsere Mutter hat uns hier wehgetan. So, hier können wir erstmal nichts machen. Aber ich muss wirklich sagen, die Grafik sieht ja wirklich richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Der Sound ist toll. So, können wir hier irgendwas machen? Irgendwas triggern? Nee, können wir tatsächlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal rausgehen. Wir gucken mal nach, ob wir die Türe benutzen können. Wenn es dunkel wird, benimmt sich Mama komisch. Vielleicht sollten wir mal den Lichtschalter einschalten. Mama? Ich glaube, unsere Mutter ist vor der Türe. Und wenn es dunkel wird, wird sie komisch. Was meint man damit? Was meint man damit? Hier haben wir eine Notiz. Wir lesen mal. Mama bestrafte mich und schloss mich in mein Zimmer ein. Papa kommt, bitte... Was? Papa kommt, bitte heim? Nachdem du gegangen bist, hat Mama angefangen, mich zu schlecht zu behandeln. So, unser Vater ist also fortgegangen. Die Türe ist offen, Leute. Ja, hier können wir erstmal nichts weitermachen. Ich glaube, wir müssen weitergehen. Auch wenn wir eigentlich gar nicht wollen. Boah! Oh mein Gott! Was ist das denn bitte für ein Horrorspiel? Was versteckt sich da unterm Bett? Leute, guckt euch das an. Hier ist irgendeine Spur. Wir zoomen mal ran. Irgendein Monster unter unserem Bett. Es ist weg. Wir ducken uns mal. Es ist nicht mehr zu sehen. Es ist nicht mehr zu sehen. Wenn wir uns jetzt hinlegen können, könnten wir mal runtergucken, ob er noch da ist. Aber geht nicht. Alles ist still. Ich habe seine Beine gesehen. Ich habe seine Beine gesehen. Wow. Einfach nur wow. Taschenlampe. Einfach nur wow. Leute, das Ding stand genau hier.
Das Licht ist ausgegangen. Jetzt ist das Ding weg. Was haben wir hier? Eine Zeichnung oder so. Peter. Da oben fliegt irgendeine Person in den Himmel oder so. Hier unten wahrscheinlich unser Bett. Will links mal hin. Jetzt kann ich immer fliegen, wenn ich schlafe. Ich hab Gänsehaut ohne Ende, Leute. Ich hab Gänsehaut ohne Ende. Hier haben wir noch mehr. Er wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt. Aufheben. The second part. Found 2 von 5 Notizen. Können wir hier raus? Wir können nicht raus. Dieser Raum ist ja mal wieder der absolute Horror hier. Was sollen wir tun? Irgendwas macht unsere Mutter hier draußen. Können wir vielleicht aus dem Fenster gucken? Oh! Monster im Haus. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Wir sind gerade mal bei 15 Minuten. 15 Minuten. Was ist das hier? Ich weiß jetzt nicht genau, was besser ist. Unser gruseliges Kinderzimmer oder dieser gruselige Zug hier. So, wir können dieses Kreuz jetzt hier noch nehmen. Aufheben. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. So, der Weg ist frei. Hier kommen wir nicht raus. Was für ein Horrorspiel. Also eins kann man auf jeden Fall sagen. Nach den paar Nieten, die wir jetzt hatten, mal wieder was richtig Gutes. Gute Grafik, guter Sound, gute Jumpscares. Es kommt Musik hier raus. Ich kann nichts machen. Also man muss schon sagen, der Entwickler hat das echt drauf mit dem Sound. Der funktioniert richtig, richtig gut. Also wenn ihr dieses Video hier seht, Leute, oder das Spiel vielleicht mal selbst spielen wollt, dreht richtig auf. Macht alles dunkel. Und dann fühlt ihr dieses Spiel. So wie ich gerade. Man sieht nichts. Man kann hier nichts sehen. Das Fenster ist komplett abgedunkelt. Wir müssen wahrscheinlich zurück. Überall knarrt's. An jeder Ecke. Ey, das ist so cool gemacht. Wir laufen hier einfach durch den Zug und ständig werden irgendwelche neuen Geräusche getriggert. Da vorne, Leute, ihr seht's. Wir zoomen ran. Es ist hinter uns. Die Stimme ist hinter uns. Leise, Leute. Seid leise. Wir drehen uns ganz langsam um. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir zoomen ran. Sie ist weg. Oder es ist weg. Handabdrücke. Handabdrücke an dieser Türe. Aber zumindest haben wir wieder Licht hier drin. Dieser Zug sieht... Oh nee! Es wird dunkel! Und es kommt näher und wir können uns nicht bewegen! Wir können uns nicht bewegen! Wir können uns nicht bewegen! Es kann nicht schlimmer werden. Es kann einfach nicht schlimmer werden. Die Türe ist offen. Zum allerersten Mal ist die Türe offen, Leute. Wir zoomen mal kurz ran. Oh! Bin ich das? Meine ganze Kindheit verbrachte ich allein. Wow. Ich bin beeindruckt. Genau so muss ein Horrorspiel sein. Genau so und nicht anders. Alles voll Blut hier! Puppen. Irgendwelche Puppen. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr. Wenn ihr mich hier sehen könntet, Leute. Wenn ihr mich hier sehen könntet.
Was ist das? Was ist das? Hier knarrt doch irgendwas. Puppen, wir kommen hier nicht raus. Wir kommen hier nicht raus. Mein Herz. Hier kommen wir weiter. Akt 2. Fürchte nicht die Dunkelheit. Okay, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich versuch's zumindest. Ich bin nicht allein. Ihr seid auch noch da, Leute. Ihr seid auch noch da. Ich bin nicht alleine. Oh, muss das sein? Muss das sein? Ein Teddy. Wir gehen ganz langsam weiter. Es sind nur Puppen. Es sind nur Puppen. Die können nichts machen. Sie können nichts machen. Sie leben nicht. Ja, sie lachen vielleicht hin und wieder mal komisch, aber ansonsten... Eine Kette. Ich brauche etwas zum Öffnen. Habt ihr irgendwas gesehen? Irgendeine Zange oder sowas vielleicht? Wir müssen uns ganz genau umgucken. Auf jeden Fall sieht das Ding hier aus wie die Unreal Engine, oder? Es sieht richtig, richtig geil aus. So, wir brauchen irgendwas, um das Ding zu öffnen. Hier unten vielleicht. Guck mal. Wir holen das Ding mal vor. Das, ja. Irgendjemand singt da wieder. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Jetzt müssen wir auch noch einen Schlüssel suchen. Wo könnte denn ein Schlüssel sein? Ein Schlüssel. Hier muss wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel liegen oder vielleicht sogar hängen. Oder wahrscheinlich hier irgendwo auf den Sitzbänken, ne? Warte mal, kommen wir hier nochmal zurück? Jetzt sind hier sogar, guckt mal hier, Handabdrücke. Also mich würde jetzt mal interessieren, ob das alles Einbildung ist. Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich durch diese posttraumatische Störung, die wir jetzt hier haben. Ich habe keinen Schlüssel gesehen. Wir gucken uns mal ganz genau um hier. Auf den Sitzbänken ist nichts zu sehen. Wir brauchen einen Schlüssel, um diese Box da unten zu öffnen. Diesen Werkzeugkoffer oder was das ist. Damit wir diese Zange bekommen. Um die Türe zu öffnen. Warte mal, guck mal jetzt da. Vor der Türe steht jetzt da so eine Puppe. Vielleicht hat die sogar einen Schlüssel irgendwo in der Hand oder so. Ja, guck mal hier. Wir nehmen den Schlüssel auf jeden Fall mit. Ich kann mich nicht mehr irren. Was meint er damit? Was meint er damit? So, wo waren jetzt dieser Werkzeugkasten? Der war doch hier irgendwo, ne? Hier. So, wir nehmen uns jetzt hier mal schöne Zange raus oder was auch immer. Ich brauche den richtigen Schlüssel? Was? Der richtige Schlüssel? Moment mal. Hat er noch einen anderen Schlüssel hierbei? Nee. Wir brauchen noch einen anderen Schlüssel. Ach hier, guck mal. Der hat auch noch einen Schlüssel. Nehmen wir mit. Und scheinbar tut es uns nicht wirklich gut, wenn wir die Schlüssel hier aufheben. Wir gehen nochmal zurück, gucken nach, ob das jetzt der richtige Schlüssel ist. So, wo ist denn das? Hier. Wir ducken uns nochmal und linke Maustaste. Zack. Ich brauche den richtigen Schlüssel, Leute. Oh, wer hat noch einen Schlüssel bei sich? Er hier. Nehmen wir mit. Breaking Bad? You are not awake? Was? Loading? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Leute, wir haben irgendwas falsch gemacht, oder? Wartet mal. Akt 2. Fürchte nicht die Dunkelheit. Also wir halten mal fest. Da vorne an der Türe ist dieses, diese Kette. Wir kommen hier nicht durch. So, er sagt, ich brauche etwas zum Öffnen. Oder müssen wir vielleicht die richtige Reihenfolge benutzen? Warte mal, hier ist dieser Koffer auf jeden Fall. Dieser Werkzeugkasten. So, und jetzt brauchen wir Schlüssel. Gucken wir mal kurz nach, ob die anderen Puppen noch Schlüssel haben. Man hört hier überall irgendwelche Gesänge. Guck mal hier, der hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich glaube, das ist der richtige Schlüssel, oder? Jetzt kam jedenfalls nicht irgendwie so ein Störgeräusch oder so. Wir können mal kurz gucken, ob das funktioniert. Wir
ducken uns mal. Und es hat funktioniert. Auf das Ding. Brecheisen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier, komm, durch, durch, durch. Der Weg muss freigeräumt werden. Wie denn? Wie denn? Wie? Ich drücke. Ich drücke. Leute, ich drücke. Ich kann nichts machen. Der Weg muss freigeräumt werden. Sie kommt immer näher. Ich kann nichts machen. Ich drücke. Jetzt. Jetzt. Auf das Ding. Auf das Ding. Komm schon. Oh mein Gott. Was ist das hier? Was ist das hier, Leute? Hier eine Notiz. Wir lesen mal. In meinem Zimmer sind Monster. Doch meine Mama glaubt, ich lüge. Sie hat mich dafür in den Keller gesperrt. Na, ganz klasse. Ich bin richtig fertig. Also, eigentlich brauche ich nach diesem Spiel nochmal Urlaub. So. Mama war wütend, dass ich das Licht im Haus ausgeschaltet habe. You are not awake. Oh nee, Leute, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Ich hoffe ja, dass wir jetzt hier im Keller anfangen. Also wir dürfen das Licht nicht einschalten. Wir müssen im Dunkeln im Keller bleiben. Eieiei. Was für eine Mission. So, wir sind wieder im Keller. Die Notiz hatten wir aufgehoben. Genau, in den Keller gesperrt. Das Licht lassen wir dann also mal aus. Und wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie rauskommen aus dem Keller. Ohne, dass wir das Licht hier einschalten. Boah, stellt euch das mal vor. Was ist das denn bitte für eine Mutter? Kein Wunder, dass wir hier, ja, diese posttraumatischen Störungen haben. Wir haben ein Portal gefunden. Sie hat uns hier in den Keller gesperrt. In den dunklen Keller. Und wir dürfen das Licht nicht betätigen. Was für eine Mutter. Wir kommen nicht raus. Die Türe ist zu. Wir haben irgendein Portal. Wartet mal. Guck mal. Die Wand verändert sich. Das ist hier das Portal, glaube ich. Hier. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Vielleicht den Schrank wegschieben oder so? Ich glaube nicht. Passiert jedenfalls nichts. Warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt nochmal durch dieses Portal gehen? Nee, oder? Nee, dann ist das Ding weg. Wir können hier hintergucken und guck mal hier, alles voll Puppen wieder. Und Kerzen. Was ist denn, wenn wir nach oben gehen? Wir gucken mal ganz kurz nach. Wenn wir nach oben gehen, ob da irgendwas ist. Wir versuchen mal, die Türe zu öffnen. Ach, guck mal hier. Nehmen wir mal mit. So, dann gehen wir wieder runter und gucken mal nach, ob wir jetzt diesen Schrank bewegen können. Verstehe. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Portal so betreten, dass der Schrank da bleibt. Wir müssen irgendwie durch den Schrank. Ja, hier, ne? So, wenn wir jetzt aber hier... Ja, ist klar, ne? Dann ist das Ding weg. So, hier kommen wir nicht durch. Jetzt müssen wir mal überlegen. Was müssen wir tun? Wahrscheinlich... hier vielleicht lang? Ne, dann ist das Ding weg. Wow. Bigfoot. My friend Bigfoot. Barbara Finch. Finde ich auch ganz, ganz interessant tatsächlich. So diese ganzen Wälder, ne? Wo man ja manchmal sogar Bigfoot sehen kann. Wo ist denn das? In welchem Bundesstaat ist denn das? Boah, das Ding sieht auch ganz gruselig aus. Sowas fasziniert mich ja auch immer ganz doll, wenn man irgendwelche merkwürdigen Wesen irgendwo sieht. Diese Mythen, ne? In manchen Wäldern. Bigfoot, Nessie... Oder wen gibt es da noch so? Yeti. So, ich glaube. Also das Brecheisen haben wir auf jeden Fall noch. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Portal wieder öffnen können. Hier ist, glaube ich, noch ein Brief. Seitdem ich mich erinnere, hat sich meine Mutter komisch verhalten. Ja, das glaube ich gern. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Hier ist ein Hammer. Aber den können wir nicht benutzen. Hat uns unsere Mutter vielleicht sogar hier eingesperrt, indem sie hier diese Wand zugemacht hat. Was ist denn das? Ach so. Wir können das Holz hier aufbrechen. Eine Matratze.
Ey, ich sag's euch, unsere Mutter hat uns hier runtergeschickt, hier mussten wir wahrscheinlich pennen. Auf dieser alten, gammligen Matratze. Was ist das? Was ist da drin? Irgendein Schloss, guckt mal hier. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder irgendwelche Schlüssel. Hier ist noch eine Notiz. Ich muss über mein Verhalten nachdenken, aber hier bekomme ich nur Angst. Kein Wunder. Wie kann man mit einem Kind so umgehen? Vielleicht müssen wir hier irgendwas machen. Kommen wir hier irgendwie durch? Oder hat vielleicht, ja, ne, so eine Puppe vielleicht wieder so einen Schlüssel in der Hand? Hier? Ne, das ist nur ein Finger. Wir gucken mal ganz genau, aber ich glaube, nee, oder? Hier ist nichts zu sehen. Können wir hier vielleicht irgendwie durchkrabbeln, so zwischen den Beinen hier irgendwie? Aber ich glaube auch nicht. Nee, können wir nichts machen. Wir müssen nochmal irgendwie zurück und gucken, ob wir hier irgendwelche Schlüssel finden. Das haben wir gelesen, ne? Sind Monster. Doch meine Mama glaubt, ich lüge. Sie hat mich dafür in den Keller gesperrt. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Schlüssel finden. Wir dürfen auf keinen Fall das hier betätigen. Auf gar keinen Fall. So, das haben wir auch gelesen. Hier kann man nichts machen weiter. An dem Ding auch nicht. Ein Ball. Er kommt von oben. Wir gucken mal ganz langsam. Die Türe ist immer noch zu. So, wir kommen nicht raus. Die Türe ist immer noch versperrt. Der Ball liegt jetzt hier. Und wir finden keine Schlüssel. Hier vorne, wartet mal. Stand das vorhin schon da? Ich möchte sagen, dass vorhin eigentlich ein Fahrrad hier stand oder so. Jetzt steht hier so ein Schaukelstuhl. Wir gehen nochmal rein. Die Puppen sind weg. Oh! Oh mein Gott! Mach doch nicht sowas mit mir! Mach doch nicht sowas mit mir! So, was haben wir hier? Ey, dieses Geflüster ist so intensiv. Wir haben hier weitere Blätter. Wir lesen mal. Ich muss über mein Verhalten nachdenken, aber hier bekomme ich nur Angst. Genau, das haben wir gelesen. Hier haben wir noch mehr. Ich werde Mama beweisen, dass ich kein Lügner bin. Und Bilder. Kein Lügner. Kriegen wir das Ding jetzt irgendwie auf? Was ist da drin? Wir kriegen das Ding immer noch nicht auf. Wir brauchen Schlüssel. Aber wo... Ach du großer Gott! Leute, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir kommen hier nicht raus. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Hier ist eine Notiz. Die Frau im blauen Kleid flüsterte ihm zu. Sei stark, mein weißer Ritter. Es warten Kämpfe um reiche Ländereien auf dich. Was? Es muss einen Weg zurückgeben. Da vorne ist irgendein Clown. Ich hasse Clowns. Hier. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder in dem Zug. So, die Türe. Lässt sich bewegen, aber geht nicht auf. Hier haben wir wieder einen Teddy. Ey, wie still das jetzt ist. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Kapitel 3. Der große Spaß. Ey, das ist so cool gemacht. Ich liebe dieses Horrorspiel. Lieber David, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Wirklich. Richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht. So eine Spielzeug-Eisenbahn. Wie süß. Oh Leute, ich hatte gerade Paranoia. Ich hatte gerade das Gefühl, als hätte sich mein Rechner bewegt. Aber hat er wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es zumindest. Wir gehen mal weiter. Ey, diese Geräusche. So. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lass mich aus diesem scheiß Zug raus. Ich will raus. Ich will raus. So, das Ding fährt hier immer noch. Ach nee. Leute, ey. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch kein Kindergelache mehr hören.
Zoom mal ran. Nichts passiert. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas ranzoomen, oder? Boah, dieser Nussknacker sieht auch richtig gruselig aus. Hier unten steht doch irgendwas, oder? Wartet mal. Hat das irgendwas zu sagen? Ja, keine Ahnung. Wir gehen weiter. Wir zoomen hier mal ran. So, das Ding fährt hier. Hier kommen wir ja sowieso nicht raus. Hier haben wir einen Feuerlöscher. Können wir hiermit irgendwas machen? Nee. Oh mein Gott! Licht an! Licht an! Leute, ich sag's euch, wir können uns gerade nicht bewegen. Wir können uns nicht bewegen. Vor uns steht irgendein fetter Clown! Ich muss mich umschauen. Da vorne läuft er. Wir sind auf irgendeinem Rummel oder so. Lost Place Rummel. Aber hier, guck mal, hier ist wieder dieses Ding. Verschlossen. Ich muss was zum Öffnen finden. Wir machen mal lieber das Licht aus, oder? Dann sieht er uns vielleicht nicht. Wir müssen irgendwas zum Öffnen finden. Das Ding wird uns jagen. Ich sag's euch, das Ding wird uns jagen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier runterkommen. Ah, hier ist eine Treppe. Sehr, sehr gut. Wir können uns hinhocken. Wir verstecken uns mal hier. Ein Riesenrad. Fällt mir gerade ein, habt ihr das gesehen mit dem Riesenrad in der Nähe von Leipzig oder in Leipzig mit dem Brand? Richtig krass. Hat einfach angefangen zu brennen, das Ding. Ich hatte richtig Panik bekommen. Da vorne ist das Ding. Wir müssen irgendwas zum Öffnen finden, Leute. Er darf uns nicht sehen. So, wir gehen mal hier vielleicht lang. Hier können wir, glaube ich, raus, ne? Wir gehen mal hier hoch. Taschenlampe lassen wir, wie gesagt, erstmal aus. So, wir brauchen irgendeinen Schlüssel oder sowas. Aber von wo? Vielleicht da vorne, an dieser kleinen Bude, an dieser Essensbude? Ganz langsam. Wir sind hier im Schatten. Er kann uns hoffentlich nicht sehen. Hier könnten wir noch rauf. Wartet mal, wir gucken mal ganz kurz. Da hinten ist er. Wir gehen mal hier rauf. Wir können rennen. Ist hier... Wer hat den Bolzenschneider auf der Schaukel gelassen? Ich muss ihn holen. Warte mal, ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn leider gerade nicht sehen. Ich will aber auch nicht die Taschenlampe einschalten. Welche Schaukel? Ach, hier, war? Meint er diese Schaukel? So, das Ding ist da vorne, dieser blöde Clown. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir zur Schaukel kommen. Da hinten läuft er. Wir gehen mal zur Schaukel. Bolzenschneider. Wo ist hier ein Bolzenschneider? Oh, diese Geräusche. Wie cool ist das gemacht? Wie cool ist das gemacht? Wenn ihr einen Bolzenschneider seht, sagt's mir Bescheid. Ich finde keinen Bolzenschneider. Das ist doch die Schaukel, oder? Meint man diese Schaukel hier? Meint man diese Schaukel? Also ich sehe keine andere Schaukel. Das Ding knarrt immer noch vor sich hin. Machen mal die Taschenlampe doch nochmal an. Man meint doch das, oder? Oder können wir hier nochmal rauf? Können wir springen? Nee, springen können wir nicht. Oder meint ihr hier so eine Gondel? Wir kommen hier nicht rauf. Oh, er kommt! Das war's, Leute. Das war's. Wir kommen nicht weg. Wir kommen nicht weg! Oh. You are not awake. Ach, oh, nee. Wir brauchen Bolzenschneider. Wo ist der? Schaukel stand da. Aber meint man diese quietschende Schaukel da hinten oder meint man jetzt so eine Gondel? So, jetzt fangen wir wahrscheinlich wieder von vorne an, ne? Hier an, auf diesem Rummel. Ja. Ich muss mich umschauen. So, hier vorne ist das Ding. Wir drücken mal. Genau, wir müssen was zum Öffnen finden. Wir lassen das Licht also doch mal lieber aus. So, hier kommen wir raus. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hier rein. Da hinten schaukelt's. Hier gehen wir wieder rein. Was meint der? Kommen wir hier irgendwie vorbei? Wir kommen hier nicht vorbei. So, er guckt da hinten hin. Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen ja irgendwie hier runter. Ist auch wahnsinnig dunkel. Wir kommen hier nicht vorbei. Nee,
Wir müssen irgendwie da... Also er hat da hinten hingeguckt. Wir können mal ranzoomen. Ach doch, da. Guck mal, da liegt da. Da liegt der Bolzenschneider. Wie kommen wir denn da bitte hin? So, hier geht's weiter. Wir müssen doch hier irgendwie lang, oder? Ist hier irgendwo was, wie wir, wo wir raufkommen können? Es wird dunkel hier. Leute, ich sehe nichts. Es ist stockfinster hier. Es ist wirklich stockfinster hier. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier, guckt mal. Können wir hier was machen? Ja. Die Sicherung fehlt. Wir brauchen eine Sicherung. Wo finden wir denn eine Sicherung? Wo ist denn jetzt hier noch eine Sicherung? Oh, nee. Wir müssen nochmal zurück. Vielleicht ja doch dahin. Da hinten kommt auch noch was. Eine Hütte. Vielleicht müssen wir zur Hütte. Wir gehen mal zur Hütte. So, jetzt ist er hier. Wir gehen ganz langsam mal vorwärts. Vielleicht hat auch die Puppe da hinten die Sicherung. Ja, jetzt lach nicht so und geh weiter. Komm schon, geh weiter. Komm, wir rennen jetzt einfach mehr. Wir wollen einfach nur gucken, wo die Sicherung ist. Hier kommen wir nicht rein. Puppe? Hat die Puppe hier vielleicht die Sicherung? Nee, hat sie nicht. Das Ding lacht. Hier, Leute, wahrscheinlich hier, ne? Hier ist doch bestimmt eine Sicherung. Wir gehen mal... Hier! Oder? Mit einem spitzen Gegenstand könnte ich sie bestimmt öffnen. Ach, nee! Hoch hier! Kommt er hinterher? Nee, er kommt nicht hinterher. Wir brauchen einen spitzen Gegenstand. Wir warten mal kurz ab. Vielleicht liegt hier irgendwas drin? Nichts. Nichts. Auch nicht. Ach. So, und wenn wir den spitzen Gegenstand haben, dann können wir wahrscheinlich hier unten zum Sicherungskasten und holen uns da dann schön die Sicherung raus. So wird es bestimmt sein. So, wie viele Gondeln haben wir jetzt hier? Wir können nichts machen. Ich weiß es nicht. So, er feiert hier unten ohne Ende. Wir brauchen einen spitzen Gegenstand. Wo kriegen wir denn einen spitzen Gegenstand her? Ach je. Ey, ich bin richtig konzentriert. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt gerade nicht so viel erzähle. Ich versuche nur gerade die Logik zu verstehen, wo wir hier einen spitzen Gegenstand herbekommen. So, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal die Sicherung. Wo könnte die sein? Vielleicht... Ach, hier, oder? Ein Messer oder so. Hier, hier, hier. Können wir irgendwas triggern? Wir können hier nichts triggern, leider. Hier? Auch nicht. Wo ist denn der? Wo ist der Clown? Wo ist der Clown? Hier ist der Clown. Vielleicht dann nochmal zurück? Hier auf diesem Karussell? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Man findet hier nichts. Hier ist noch eine Notiz. Früher sind wir immer mit Papa in diesen Park gegangen, doch seit dem Unfall war ich nie wieder dort. Leute, wo kriegen wir denn jetzt einen spitzen Gegenstand her? Hier? Nee. Ein Messer oder sowas? Wo ist denn der? Da hinten ist er. So, hier Hot Dogs. Bietet sich doch eigentlich an, oder? Hier müsste doch irgendwas sein. Ein Messer oder irgendwas. Wir brauchen einen spitzen Gegenstand. Welchen spitzen Gegenstand könnte man denn hier finden? Ach, hier! Aufheben. So, haben wir mitgenommen. So, der blöde Clown ist da hinten. Warte mal, den locken wir erstmal hier hinten hin. Sieht er uns überhaupt? Nee, der ist zu weit weg, ne? So, der ist weg. Jetzt, ja genau, jetzt läuft er wahrscheinlich nach links. Hier ist er. Ja, ja, komm schon, lach, lach, lach du nur. So, wir holen uns jetzt schön den spitzen Gegenstand. Da hinten ist er. Ja, ich glaube, der ist zu nah, ne? Der ist zu nah. Der wird zu nah sein. Komm, komm, komm. Sicherung, haben wir, Leute. Wir haben die Sicherung. Wir haben die Sicherung.
Ganz schnell zurück. Licht aus. Ganz schnell zurück. Da hinten ist er. Wir müssen hier irgendwie wieder durch. Wir müssen genau beobachten, wo er langläuft. So, kommt man hier rein? Ja, ne? Ich glaube, hier kommt man rein. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Da vorne. Hier ist der Sicherungskasten. Wir ducken uns. Hauen das Ding hier rein. Zack. So, Bolzenschneider, hier. Komm schon. Gib mir das Ding, gib mir das Ding. Aufheben, wir haben's. Wir haben's, Leute. So, was sollten wir jetzt nochmal machen? Leute, ich habe gerade vergessen, was wir machen sollten. Ach so, die Box. Die Box, wir müssen zurück zur Box. Die stand ja hier. So, Taschenlampe an. Und jetzt aber. Einmal und zweimal. Auf das Ding. Endlich. Gebeine. Akt 4. Dunkles Geheimnis. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder in unserem Elternhaus, oder? Ey, das sieht so klasse aus. Das sieht so klasse aus. Wow. Nee, da gehen wir auf keinen Fall hin. Wir gehen jetzt hier erstmal weiter und gucken nach. Da saß unsere Mutter. Das war unser Kinderzimmer. Ach, guck mal. So sieht's also aus hier. So, können wir hier irgendwas machen? Nee, hier können wir nichts machen. Hier ist der, guck mal, hier ist der Rummel. Oder? Nee, ist ein Spielplatz, ne? Ja, ist ein Spielplatz, nicht der Rummel. So, wir machen mal Licht an. Unser Kinderzimmer wieder. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir hier irgendwas Neues haben. Oh, man will sich ja am liebsten alles mal detailliert angucken. Das sieht auch ganz cool aus. Wie groß man ist, so ein Maßstab, ne? Clown? In the trash. I hate clowns. Gute Idee, schmeißen wir direkt in den Müll. Ein Fotoapparat. Ich glaube, hier können wir nichts machen im Kinderzimmer, ne? Wir gehen mal weiter. Können wir hier den Schrank vielleicht noch irgendwie öffnen? Nee, können wir auch nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Wir könnten nach unten gehen. Hier muss ich eine Falle für das Monster aufstellen. Dafür brauche ich eine Glocke und ein Seil. Eine Glocke und ein Seil. So, das Monster haben wir ja gesehen, ne? Ist hier drin. Wahrscheinlich meint er damit unsere Mutter, ne? Höchstwahrscheinlich wird er metaphorisch damit unsere Mutter meinen, Leute. Hier ist wieder diese Truhe. So. Ich habe eine Ahnung. Haben wir vielleicht im Wahn, weil wir unsere Mutter angefangen haben zu hassen, getötet und dann ihre Gebeine hier in diese Truhe gelegt? Könnte man meinen, denn wir haben ja gerade Knochen gesehen. Könnte die Mutter gewesen sein. So. Ein Seil und eine Glocke. Wo kriegen wir denn eine Glocke her? Vielleicht in unserem Kinderzimmer. Hier unten haben wir auf jeden Fall schon mal ein Seil. Das ist sehr gut. Nehmen wir uns mit. Zack. Vielleicht doch keine so gute Idee. In dem Zimmer von Mama waren, glaube ich, Glöckchen. Leute, wir müssen in das Zimmer unserer Mutter. Unser Vater ist nicht mehr da. Leider. Wir brauchen eine Glocke. Wir machen mal das Licht aus. Nee, wir machen das Licht doch wieder an. Es ist doch ein bisschen zu dunkel. Die Tür ist offen. Wir brauchen Glocken, Leute. Für die Falle. So, wo ist sie? Man hört es nur überall poltern und rumpeln. Sie ist nicht mehr da. Man sieht hier nur diesen Schatten von diesen Balken. Wir müssen weiter rein. Glocken. Da vorne ist sie. Wo finden wir jetzt hier eine Glocke? Wir gehen mal hier hin. Ein Vogelkäfig. Was ist das für ein Horrorhaus? Da vorne ist eine Glocke, oder? Guck mal hier. Da ist eine Glocke. Sie steht da. Wir gehen ganz langsam vorbei. Ganz langsam, Leute. Hier vorne. Die Glocke. Wir haben die Glocke. Ich sehe ihren Schatten. Ach, du Großer. Es ist einfach nur der absolute blanke Horror hier. Können wir nicht einfach übers Bett krauchen und dann wieder raus? Wir müssen hier lang. Machen wir das Licht aus. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Leute. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Können wir jetzt einfach vorbei? Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Oh mein Gott. Können wir noch ins Badezimmer?
Wow. Wie sieht... Oh! Wie sieht das hier bitte aus? Ey, das ist alles so detailliert gemacht. Das ist so ein cooles Horrorspiel. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Eines der besten Horrorspiele, die wir hier je gespielt haben auf diesem Kanal. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Definitiv. Aber, wie gesagt, auf Elmica Games ist Verlass. Ich glaube, man hat gerade noch mal was gesehen da hinten. So, wir bauen jetzt hier mal irgendwie die Falle auf. Die Falle ist fertig. Ich muss zurück in mein Zimmer und ins Bett schlafen. Sehr, sehr gerne. Da unten, ihr habt es gesehen. Da ist er gekrabbelt. Wir gehen pennen, Leute. Wir machen die Türe hier zu. Geht natürlich nicht. Wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Gute Nacht. Ich will nicht mehr. Bitte kein neuer Tag. Ich will nicht mehr. 3 Stunden später. Ich will nicht mehr. Es quietscht in meinem Zimmer. Es knarrt. Mama, bist du's? Mama, sag doch was. Wir schalten das Licht ein. Geht nicht. Die Falle! Leute, hat's funktioniert? Die Falle! Wir sind völlig außer Atem. Wir gucken mal nach. Die Falle. Das Seil. Die Glocke. Da unten liegt sie. Sie liegt da unten, Leute. Was sollen wir jetzt tun? Wieder schlafen gehen? Geht nicht. Wartet mal, wir zoomen mal ran. Wir gucken ganz genau. Guckt mal hier links. Da ist doch irgendein Schatten. Machen wir mal das Licht aus. Ihr seht's. Unsere Mutter liegt da unten. Da ist das Monster. So, wie kommen wir jetzt hier vorbei? Können wir das Ding wieder abbauen? Nee. Was sollen wir jetzt tun? Wir gucken mal kurz nach, ob wir ins Zimmer unserer Mutter können. Nee, funktioniert tatsächlich nicht. Dann wahrscheinlich irgendwas hier in unserem Zimmer, ne? Wir müssen ja irgendwas machen. Wir sind völlig außer Puste hier. Kein Wunder bei diesem Horror. Schrank? Nee, können wir nichts machen. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten... Hier ist noch was. Was ist denn das? Ach, so ein Bild. Wir könnten hier unser Bett benutzen, aber es passiert nichts. Ich drücke hier rauf. Nee, es passiert nichts, Leute. Man hört das Monster und man sieht unsere Mutter hier unten. Ach so, wir können... Oh, wir können rübersteigen. Ganz langsam. Das Monster steht hier irgendwo. Der Schatten. Ey, das ist richtig cool gemacht. Wo ist das Monster? Hallo? Was ist das? Wir haben kein Licht. Alles ist dunkel. Und wir sind wieder im Keller. Wir sind wieder im Keller. Na klar. Die Leiche habe ich hier versteckt. Jetzt muss ich nur noch den Eingang in dieses Zimmer mit Brettern vernageln. Ach so. Seht ihr, Leute? Ich hatte recht. Meine Vermutung hat gestimmt. Wir brauchen Bretter. Hier. Bretter. Nee, die will er nicht. Die vielleicht, wa? Ja, das funktioniert. Wir machen das Ding zu. Zugenagelt. Was für eine Geschichte, Leute. So, und jetzt... Können wir abhauen? Ist das das letzte Kapitel? Wir könnten natürlich das Licht einschalten. Unsere Mutter ist nicht mehr da. Taschenlampe. Können wir jetzt hier raus? Das Ende des Wahnsinns. 5. Akt. Das 5. Kapitel. Das Ende des Wahnsinns. Wahrscheinlich das letzte Kapitel, Leute. Wir sind wieder im Zug.
Was war denn das? Ich hab's zu spät gesehen. Dreh dich nicht um. Lauf. Lauf. Aber wohin? Wohin? Die Tür hinter uns geht nicht auf. Hier ist eine Tasche. Können wir nicht nichts mitmachen. Hier vorne? Kommen wir hier raus? Wir kommen nicht raus, Leute. Tod, das ist dein einziger Weg hier raus. Stirb. Wir kommen nicht raus. Die Türe ist zu. Wir sollen rennen. Wir rennen. Türe ist zu. Schrei, wann immer du willst. Leute, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Ich bin absolut fertig für heute. Absolut fertig. Das Spiel hat mich richtig fertig gemacht. So, wir kommen hier nicht raus. Ducken können wir uns auch nicht. Mein Po hier angucken. Nee, funktioniert nicht. Was müssen wir jetzt tun? Ist hier irgendwas? Sehen wir hier irgendwas? Hier unten vielleicht? So ein Notausgang? Nee. Hier können wir nichts machen. Wir kommen nicht raus. Zoomen? Nichts passiert. Vielleicht müssen wir die Puppen anzoomen? Auch nicht. Wir müssen ja hier irgendwie raus. So, wir können die Puppen nicht antriggern. Nach oben gucken? Leute, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht. Wir kommen nicht raus. Wartet mal, haben die Puppen sich jetzt bewegt? Nee, oder? Haben die vielleicht irgendwas in der Hand? Hä? Was sollen wir jetzt tun? Wir kommen hier nicht raus. Hier, wir drücken und drücken, es passiert nichts. Müssen wir vielleicht das Licht ausmachen? Nee, müssen wir nicht. Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Hä? Feuerlöscher? Leute, wir hängen hier fest. Ich komme hier nicht raus. Ich drücke und drücke, aber es passiert nichts. Die Puppen sind bombenfest. Man sieht auch nichts. Warte mal, ich gucke sie mal hier ganz genau an, aber nichts zu sehen. Leute, ich weiß es nicht. Hilfe, ich will hier raus. Ich will einfach nur noch raus. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt merkwürdig. Hoffentlich ist das jetzt kein Bug oder sowas. Hier, guckt mal. Ich habe bis jetzt versucht, der Metro aus dem Weg zu gehen, damit ich mit meinen Ängsten nicht konfrontiert werde. So, aber wir sind wieder in der Metro. Abbrechen. So, haben wir jetzt irgendwas getriggert? Jetzt guckt mal hier. Jetzt geht's weiter. Also eine unserer Phobien war also die Metro. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Platzangst. Wir wurden ja in den Keller gesperrt. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich einen neuen Zettel finden. Nehme ich jetzt mal an, oder? Hier. Etwas Unbekanntes ängstigte mich. Ich hatte Angst vor nicht realen Monstern. Es war nur meine Einbildung. Ich wollte nicht daran glauben, dass meine Mutter ein echtes Monster war. Das war sie wirklich. So, weiter geht's. Ey, das ist so cool gemacht. So, wir brauchen jetzt wahrscheinlich wieder einen neuen Zettel hier vorne. Guckt mal hier. Ein Zeitungsartikel oder sowas. Der vor 6 Tagen verschwundene Junge wurde von Anwohnern gefunden. Er wurde in einer verlassenen Jagdhütte im Außenbezirk der Stadt neben einem Park gefunden. Dem Jungen zufolge wurde er von einem als Clown verkleideten Mann entführt, während er mit seinem Vater im Urlaub war. Aha. Interessant. Nachdem ich von dem Verrückten in einem Clownskostüm entführt worden war, trennte sich mein Bewusstsein von der Realität und ich habe angefangen, mich in die Astralebene zu stürzen. Verstehe.
Wir gehen mal auf die Story nach dem Spiel ein, würde ich sagen, ne? So, hier haben wir ein Bild. Steven and Nancy. Steven und Nancy, wahrscheinlich unsere Eltern, könnte man meinen. So, die Leute auf dem Foto waren meine echten Eltern, tatsächlich. Damals konnte ich es nicht richtig verstehen, weil ich zu jung war. Aber jetzt ist mir alles klar. So, wir haben jetzt hier noch einen Zeitungsartikel. Zwei Patienten flohen heute Abend aus einer psychiatrischen Klinik. Ein Mann und eine Frau. Sie stellen sich als verheiratetes Paar dar, sie wirken vertrauenswürdig, doch können andere gefährlich werden. Bleiben Sie auf der Hut und meiden Sie den Kontakt zu diesen Personen. Rufen Sie bitte umgehend die örtliche Polizei an, wenn Sie den Verdächtigen sehen. Hä, wartet mal. Moment. Ein Pärchen? So, da vorne ist das Monster. Hier ist noch ein Zettel. Die rote Sonne, Symbol 1. Er hält den Weg des Weißen Ritters, Symbol 2. Er wird den Ausgang finden, wenn er Dunkelheit trotzt, Symbol 3. Die Frau in einem blauen Kleid, Symbol 4, flüsterte ihm zu. Sei stark, mein weißer Ritter, Symbol 5. Es warten Kämpfe um reiche Ländereien auf dich, Symbol 6. Der Ritter fand einen Ausweg, wie er die Lande befreien konnte. Dazu muss er in das dunkle Land zurückkehren und die schwarze Hexe besiegen, Symbol 7. Und er hat es getan. Dann schien die Sonne mit einem hellgelben Licht, Symbol 8, und befreite jeden Winkel des Landes von der Dunkelheit, Symbol 9. Warte mal, müssen wir uns die Symbole jetzt irgendwie merken? Ich mach mal kurz ein Foto davon lieber. Wartet mal ganz kurz. Also wahrscheinlich müssen wir ja dann das Monster mit Dunkelheit besiegen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Denn erst dann kommt die Sonne, dann kommt das Licht. Wir brechen jetzt hier einfach mal ab. Links mal hin. Die Symbole müssen eine Bedeutung haben. Ach, guck mal hier. Die Symbole müssen eine Bedeutung haben. Also wir brauchen höchstwahrscheinlich die richtige Reihenfolge, nehme ich jetzt mal an, ne? So, hier können wir nichts machen. Wir gucken mal ganz kurz nach, was passiert, wenn wir jetzt hier raufdrücken. Oder nee, wartet mal ganz kurz, wir gucken hier mal nach. Also, Symbol 1, ja doch, ne? Wir brauchen die Sonne. Die wäre ja dann die hier. Oder? Oder nicht? Klang jetzt nicht so... Obwohl, Moment. Die rote Sonne, ach so. Ach Mann, Mist. So, die rote Sonne. Er hält den Weg des weißen Ritters, Symbol 2. Symbol 2, okay, wir brauchen jetzt hier dieses zweite Symbol. Wo haben wir es? Hier, ne? Weißer Ritter, funktioniert? Symbol 3. So, Symbol 3. Der Davidstern. Der ist... Wo ist er? Hier. Passt. Jetzt brauchen wir Symbol 4. Das ist... Ja, ne? Die Frau im blauen Kleid. Mal gucken, wo haben wir es? Hier, ne? Genau, Frau, blaues Kleid. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir Symbol 5. Das andere Kreuz. Warte mal, ich will jetzt kein falsches Kreuz drücken. Es bleibt ja eigentlich nur noch das hier übrig, oder? Ja, funktioniert. So, Nummer 6. Dann dieses Dreieck. Das da hinten, ne? Drücken wir einmal. Zack. Funktioniert. Dreieck. Jetzt dieses komische andere Symbol. Nummer 7. Das wäre dann das hier, ne? Wahrscheinlich. So. Jetzt noch die andere Sonne. Die gelbe Sonne. Die hier. Und die hier, ne? Ja. Leute, wer ist das? Sind das wir? Hey, junger Mann. Hörst du mich? Hey, hörst du mich? Wer bist du? Komm schon, sag schon was. Wow! You are awake. Du bist erwacht. Das Büro. Doktor. Peter, bist du heute dazu bereit, über deine Kindheit zu reden? Wir sind Peter.
Und? Von klein auf war mein Leben die Hölle. Nachdem meine Mutter verschwand, musste ich in ein Waisenhaus. Niemals habe ich jemandem die Wahrheit erzählt. Ah ja, verstehe, Leute. Ich verstehe. Hast du immer noch diese Albträume? Fragt der Doktor. Im Waisenheim haben meine Albträume endlich aufgehört. Ich machte mir immer Vorwürfe, dass ich meine Mutter getötet hatte. Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Schmerz gelebt. Und jetzt stellt sich heraus, dass es die entkommenen Psychopathen waren, die meine echten Eltern töteten, als ich noch sehr jung war und unser Leben damit übernahmen. Okay. Wie hast du das herausgefunden? Ich sag gleich was dazu, Leute. Ich hab 'ne Ahnung. Heute, nach so vielen Jahren, stürzte ich mich in die Astralebene. Ich habe alles gesehen, was mit mir geschehen ist. Aha. Und dort hast du sie getroffen? Und was ist dann passiert? Ich habe sie besiegt und mich von meinen Ängsten befreit. Und mir wurde klar, dass ich mich damals als Kind gerettet habe. Ich glaube nicht. Oh nein. Was? Was? Amica Games. Developer Alexander Reshetnikov. Leute, was war das denn für ein Spiel? Unreal Engine. Lieber David, vielen, vielen Dank für dieses geile Abenteuer. Wirklich, vielen, vielen Dank. Wow. Also, wir halten mal fest. Wir waren ein kleiner Junge. Unser Vater war wohl irgendwie nicht da. Vielleicht haben sich unsere Eltern getrennt oder so. Unsere Mutter. Wir haben alleine mit unserer Mutter gelebt, in unserem Elternhaus. Unsere Mutter hat uns nicht gut getan. Sie hat uns ja verletzt. Sie hat böse Sachen mit uns gemacht. Einerseits sollten wir in einen dunklen Keller und so. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum wir diese Platzangst haben. Die Angst vorm Dunkeln und so weiter. Alexandra Axt hat das Ding hier ins Deutsche übersetzt. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Genau, deswegen haben wir Platzangst und Angst vor der Dunkelheit. Und deswegen haben wir diese Phobie mit der, mit der U-Bahn und so weiter. Und Find Yourself. Was für ein geiles Spiel. A new mystery, you have opened an additional level. Wartet mal, Leute, wir haben noch ein zusätzliches Level freigeschaltet. So ganz kurz, was ich aber nicht verstehe. Wir haben ja dann wohl unsere Mutter getötet, weil sie uns nicht gut getan hat, ne? Wir haben sie gehasst irgendwann. Deswegen ja die Knochen auch in dieser Box, die haben wir da reingelegt. Sind dann beim Psychiater. Haben aber im Zeitungsartikel irgendwas von zwei Personen gelesen. Haben wir uns im Kopf vorgestellt, dass diese beiden Personen unsere Eltern getötet haben oder unsere Mutter, damit wir nicht mit dem eigenen Mord klarkommen müssen? Ah, ich weiß es nicht genau. Sagt mir gerne mal, wie ihr diese Geschichte verstanden habt. So, und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier aber erstmal dieses Zusatzlevel an. Das ist ja cool gemacht, noch ein extra Level. Was finden wir heraus? Vielleicht finden wir hier ja noch ein bisschen mehr raus. Mal sehen, wir gehen mal weiter. Hier haben wir angefangen, Leute. Hier hat das Spiel begonnen. Was erleben wir jetzt hier noch? So, hier ist die unsichtbare Wand. Wir können jetzt hier nichts weiter machen. Telefon. Vielleicht müssen wir irgendwie wieder in die Bahn zurück. Wir gucken mal ganz kurz. Nee, passiert nichts. Hier. Das Holzhaus. Das haben wir gesehen, das Holzhaus. Das stand, glaube ich, im Kinderzimmer. Oder im Zimmer der Mutter, ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall in unserem Elternhaus. So, das Telefon geht. Wo ist das Telefon? Hier. Was bedeutet das? Wow. Wow. Der absolute Wahnsinn, Leute. Der absolute Wahnsinn. So, überall fliegen. Da ist wieder irgendwas gekrabbelt. Und hier. Das Monster. Wenn Sie einmal von einem Albtraum heimgesucht wurden, denken Sie nicht, dass es Sie endlich gehen lässt.
Und das war's. Das war das ultra unheimliche, gruselige und coole Horrorspiel Find Yourself von Amica Games. Wow. Einfach nur Applaus. Ein richtig cooles Ding. Die Grafik hat mir richtig gut gefallen, ne? Unreal Engine, ne? Man muss ja nichts weiter sagen. Der Sound, richtig, richtig klasse. Die Story, ja, war ganz gut gemacht, hat auf jeden Fall Sinn ergeben, aber ich habe da so die ein oder andere Frage. Was sind diese beiden Personen aus der Zeitung? Was meint man damit? Wollte man damit wirklich halt, oder wollte da der Junge wirklich damit seinen eigenen Mord an der Mutter und vielleicht an dem Vater, ich weiß nicht genau, ob er den Vater auch umgebracht hat, ich glaube, der Vater ist aber abgehauen, so hieß es ja am Anfang, vielleicht wollte er es damit irgendwie verarbeiten, ne? Die eigene Schuld übertragen an irgendwelche, ja, Verbrecher aus der Zeitung oder so, keine Ahnung. Aber, ja, das erklärt aber dann nicht, warum wir die Knochen in die Truhe gelegt haben. Ich glaube einfach wirklich, dass wir unsere Mutter getötet haben, weil sie uns nicht gut getan hat, weil sie richtig, richtig böse zu uns war und deswegen haben wir sie getötet, haben diese Falle aufgebaut im Elternhaus, haben dann ihre Knochen versteckt, ne? Haben ja dieses Brett noch angebaut, damit keiner dahinter kommt. Irgendwann hat man es wahrscheinlich gefunden und wir sind dann in der Psychiatrie gelandet und reden dann mit dem Psychiater, den wir ja auch irgendwie als Monster sehen, hat man ja gesehen. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Sagt mir wirklich gerne mal, wie ihr diese Geschichte verstanden habt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich hoffe, euch hat dieses Spiel hier gefallen, dieses Video, dieses Abenteuer. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne diesen Kanal hier, damit ihr die nächsten spannenden Projekte nicht verpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.